Es gibt viele Arten von Lichtern, die in Bares für Rares vorkommen, aber nicht alle sind einzigartig und aufregend. Ein eher älteres Ehepaar brachte jedoch eine einzigartige königliche Lampe mit und es kam zu einer heftigen Auktion. Monika und Klaus Müller kommen mit einem seltenen Gegenstand herein, der alle Blicke auf sich zieht. Dein Schatz, elegante Beleuchtung aus der königlichen Porzellanmanufaktur Berlin, kurz KPM. Die Kunsthistorikerin Bianca Berding war die erste, die sich eingehend mit dieser wunderschönen Lampe befasste. Ihr Fachwissen steht außer Zweifel. Es handelt sich um einen wirkungsvollen Entwurf von Paul Schley, der die Leuchte in die Epoche des Historismus versetzt. Die mit KPMs berühmtem Weichporzellan und vergoldeten Bronzedetails verzierte Lampe sieht nahezu perfekt aus. Monika und Klaus Müller gingen mit einem ambitionierten Zielpreis von 1.800 Euro in die Verhandlungen. Doch Expertin Bianca sah noch mehr Potenzial für die Lampe und schätzte sie auf 1.800 bis 2.200 Euro. Horst Lichter konnte seine Begeisterung kaum verbergen. Na, wenn es kein Hit wird. Aber wirkliche Erfolge müssen im Raum des Händlers erzielt werden. Unter den Händlern brach ein regelrechter Bieterkrieg aus. Daniel Meyer startete mit einem Angebot von 500 Euro. Doch sein Kontrahent Friedrich Häuser reagierte schnell mit 900 Euro. Das Gebot steigerte sich rasant, bis es schließlich 2450 Euro erreichte. Hier war Meyer zunächst skeptisch. Ich wusste, dass es etwas Gutes ist, aber ich fand es gar nicht so gut. Sein Kommentar brachte seine Kollegen zum Lachen, aber er ließ sich nicht davon abhalten und bot weiter. Trotz gemischter Gefühle bot Meyer weiter, bis er bei 2800 Euro aufgab. Friedrich Häuser punktete und gewann die schöne Lampe für 2850 Euro. Ein Ergebnis, das Müllers glänzen ließ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm channel Dustrian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.